Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Beauty.at-Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Beauty.at-Box müsste viermal im Jahr erscheinen und die kostet 39,90 € plus Versand. Nach Deutschland sind das, glaube ich, 8 Euro. Die habe ich jetzt am 28. Januar bestellt. Wir haben jetzt den 12. März, wo ich das Video filme. Ich glaube, gestern am 11. März ist die Box bei mir eingetroffen. Wir sollen ja einen Wert von 240 Euro drin enthalten haben, was natürlich bei dem Boxenpreis angebracht ist. Ne? Also, dass wir da dann auch einen schönen hohen Warenwert haben. Was positiv ist, wenn man etwas weiter runter scrollt auf der Homepage, wenn man die kaufen kann, dann sind die Produkte dort aufgeführt. Das heißt, du kaufst nicht die Katze im Sack, wenn du die Box bestellst, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Heute bin ich so ein bisschen neben der Spur. Und es ist Drehtag. Das ist super. Das heißt, dass ich dann so ein bisschen verballert bin und euch die Dinge zeige. Läuft. Okay, wir schauen jetzt mal zusammen in die Box hinein, okay? Man klappt sie auf und dann hat man hier das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Spring 2023, The Transformation Box. Die ganzen Produkte sind hier aufgeführt. Und es gibt sogar eine Einleitung mittlerweile, was ich sehr begrüße. Ab in den Frühling, die beste Zeit, um mit sich ins Reine zu kommen und die Transformation für den Sommer zu starten. Wir liefern dazu die besten Feel-Good-Beauties in einer prall gefüllten Spring-Beauty-Box. Frühlingsfrische Düfte, straffende Bodycare, High-Performance-Gesichtspflege, unverzichtbare Make-up-Accessoires und vieles mehr als perfekte Begleiter durch den Frühling. Ja, also ich muss wirklich sagen, dass diese Box auch sehr, sehr schwer ist und sich sehr prall gefüllt anfühlt. Also die ist wirklich bis oben hin voll. Das ist nicht übertrieben von denen. Dieses Heftchen oder diese zwei DIN A4 Seiten, die doppelseitig bedruckt sind, finde ich okay. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Hochglanzmagazin mit dabei haben. Was ich noch richtig geil finden würde, liebes Beauty.at Boxenteam, falls ihr dieses Video sehen solltet, I wish, könntet ihr vielleicht die Preise mit aufführen? Wie ihr seht, wirklich breit gefüllt. Und ciao, da geht die Hälfte schon raus. Ist wirklich voll, ne? Also wenn ich die Hand hier auch so drauf packe. Martina Parker, aufblattelt. Ein Gartenkrimi, aufblattelt. Ja, das ist eine Leseprobe. Nicht schlecht, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, sogar zwei. Hallo Mr. Bauchi und Sammy endlich ankommen. Da könnt ihr gerne im Pelletier Verlag vorbeischauen, falls ihr möchtet. Und da mal gucken. Einmal ist es mein Schwangerschaftstagebuch, wo ich halt wirklich ab dem 19.03.2022 bis zur Geburt halt wirklich aufgeschrieben habe, was so meine Gedanken, meine Gefühle und so weiter waren. Und das ist halt einfach auch sehr ungeschönt dargestellt, um das mal ganz ehrlich auf den Tisch zu bringen. Tatütata. Und Sammy endlich ankommen ist eine fiktive Geschichte, die ich eigentlich so anhand von Sammys Narben und Sammys Art und Weise, wie er sich verhält, geschrieben habe. Das ist die Geschichte, die er erlebt haben könnte in den 2 Jahren, die er in Bosnien auf der Straße gelebt hat, bevor er durch die Eiche vor Docks, den Tierschutz, zu uns gekommen ist. So, ich öffne hier jetzt einfach mal den Klebi. Und also wirklich krass. Wirklich krass. Ich habe mich die letzten Male beschwert. Ne? Das sieht jetzt sehr, 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 sehr toll aus. Schön. Das wird ein langes Video. Dr. Kitzinger Fruits, eine Fruit Acid Cream, eine Fruchtsäurecreme für alle Hauttypen, geeignet mit 15 Millilitern. Fruchtsäure ist eine Sache, da sollte man auf jeden Fall danach Lichtschutzfaktor auftragen oder sie abends verwenden, das ist immer wichtig. Ne? Hier steht es nämlich auch nach der Abendreinigung, denn Fruchtsäure ist dafür bekannt, ja auch eine entsprechende Säurepeeling-Geschichte zu sein. Und ich habe euch hier ein Video mal gedreht, zu Peelings in Kooperation mit Dalton. Da kommt ab Sonntag ein Code, Leute. Ne? Und sehr cool. Also Fruchtsäure kann man als Anti-Aging-Produkt sehr gut verwenden. Aber an sowas immer vorsichtig rantasten. Ne? Das ist auch immer sehr wichtig. Von Y haben wir hier ein Hair-Oil, also ein Haaröl mit 5 Millilitern. Sowas ist auch immer sehr schön für meine Haare, für meine Längen und Spitzen. Und ja, das ist einfach eine kleine Geschichte. Wir haben jetzt diese trockene Heizungsluft. Da habe ich dann auch sehr frizziges Haar durch. Und dann so ein Haaröl, sage ich nicht nein zu. Finde ich toll. Und 5 Milliliter ist auch eine schöne kleine Größe. Bei mir dauert es echt schon lange, bis ich die aufgebraucht habe. Ne? Das geht nicht mal eben so. Dann habe ich hier eine Maske drin. Das ist toll, das freut mich doch. Dr. Me Medical Skincare Mask Black Biome. Mhm.
Ja, da steht jetzt auch nicht mehr drauf, 15 Milliliter. Da gucke ich doch einfach mal hier nach, ob ich das hier drin finde. Die Antifaltenmaske mit Tecmi-Retinol, okay, kombiniert hochkonzentrierte Inhaltsstoffe, die für einen straffen, ebenmäßigen und mattierten Ton sorgen. Gereizte Haut wird beruhigt, Hautunreinheiten reduziert und die Kollagenneubildung aktiviert. Der auf dem fermentierten Honig basierende Inhaltsstoff Black Biome, interessant, sage ich euch, ne, sorgt für eine schnellere Regeneration der Haut. Die Pflegeprodukte von Dr. Mi Medical Skincare setzen auf smarte und innovative Wirkstoffkompositionen höchster Qualität, pflegen die Haut nachhaltig und erhalten die volle Anti-Aging-Power, die sich in einem strahlenden Glow äußert. Dr. Mi Medical Skincare Mask. Ja, Retinol. Erst nach der Stillzeit für mich, aber finde ich toll. Ich mag gerne Gesichtsmasken und dementsprechend lege ich mir das zur Seite. Dann haben wir eine Handcreme hier drin. Cœur de Beauté, also das Herz der Schönheit, sehr schön. Granatapfel, revitalisierend und pflegend mit fruchtigem Duft, 50 Milliliter. Ja, so eine Handcreme ist nicht verkehrt. Hier haben wir Natural Cosmetics, vegan hinten drauf stehen. Und Handcreme finde ich auch gut. Glättend und verwöhnt mit ihrem frischen, fruchtigen Duft. Nett, ne? Beschwere ich mich nicht. Handcremes kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Komm, ich nehme mein Zimmer so ein großes Produkt, das tat nicht weh. Ich weiß auch nicht, warum ich Aua gesagt habe. Douceur en Brillance. Eine Shampoo-Geschichte. Nein. Hä? Warte mal. Marionneau. Herreux. Ich zeige euch das. Das lässt sich schwer aussprechen, Leute. 190 Milliliter sind hier drin und das scheint ein Zwischending zwischen Shampoo und Conditioner zu sein. Pflege, Shampoo, Geschmeidigkeit und Glanz. Auf das nasse Haar auftragen, einmassieren und gründlich ausspülen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser abspülen. Hä? Conditioning? Ach so, ein Conditioning-Shampoo ist das. Okay, es ist ein Shampoo. Ja. Shampoo kann ich auch gut gebrauchen. Ich mache zwar aktuell einen Haartest, weswegen ich dann damit erstmal warten werde. Also einen Haartest. Also ich habe aktuell eine Kooperation am Laufen mit Uncorrupted Beauty. Uncorrupted Beauty, Mensch. Und da teste ich gerade die Haarprodukte aus. Deswegen wird das noch ein bisschen warten müssen. Aber das ist nicht schlimm. Habe ich das in meinem Backup. Freue ich mich doch drüber. Ne? Dann habe ich hier dieses Eternel Bisou Lippenbalsam mit Orange und Zimt. Oh mein Gott. 10 Milliliter. Also an diesem Pöttchen ist leider einiges für mich nicht so genial. Zum einen Orange finde ich jetzt nicht so ganz cool. Zimt brauche ich jetzt nicht im Frühjahr haben als Duft. Und dann solche Pöttchen, da immer mit dem Finger reingehen, ist nicht meine Welt. Bin ich ehrlich, Leute. Das kann bestimmt total super sein, ist aber nicht meine Welt. Nee, dann habe ich was von Clara hier drin enthalten. Mars Welt Advanced Body Shaping Cream. Das ist schön. Targets Stubborn Fat Firms Redefines 30 Milliliter. Da weiß ich jetzt nicht, was ich mit meinem Fett machen soll. Körpercreme zur Massage bei Pölsterchen. Nein, das steht hier wirklich, Leute, ne? Massfeld Körpercreme zur Massage bei Pölsterchen. Ich finde das witzig. Ja. Ne? Ja, das ein oder andere Pölsterchen habe ich ja. Und damit kann ich das dann massieren. Was macht das denn dann mit meinen Pölsterchen? Das wird ja nicht dafür sorgen, dass die Pölsterchen verschwinden, seien wir mal ehrlich. Ist das eine Körpercreme, ne? Keine Ahnung. Witzig. Okay. Hä? Sowas finde ich immer ziemlich merkwürdig. Dann habe ich hier was von Urtekram drin. Das ist einmal das Soft Wild Rose Handwash. 300 Milliliter. Das finde ich cool. Ne, das feiere ich, das werde ich auch verwenden. Also eine Seife in der Full Size, kannst du immer gut gebrauchen. Finde ich Dare to Dream, finde ich echt klasse. Und Urtekram ist eine Marke, da kannst du Glück mit haben, da kannst du Pech mit haben. Die haben teilweise halt auch so super natürliche Sachen, die meiner Meinung nach dann leider zu natürlich sind und dann halt ja nicht so die Wirkung haben, die ich mir wünsche. Hier habe ich nämlich auch noch einen Conditioner, den man zusammen mit dem Shampoo hier anwenden kann. Blue Sea Kale and Beetroot Extract, Certified Organic, 99% natürlicher Ursprung, 180 Milliliter. Ja, ein Conditioner. Haben wir Shampoo und Conditioner in der Full Size drin. Also da beschwert man sich ja nicht, ne? Wir haben ja echt relativ viel in Originalgrößen drin. Ich bin hier gerade wirklich sehr glücklich, muss ich sagen. Ne? Dann habe ich hier als nächstes ein Retinol-Produkt von Neutrogena Anti-Age Retinol Boost Plus intensives Nachtserum. Hatte ich das nicht in der letzten
Beauty.at-Box schon drin oder war das die Creme davon? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt auch immer mehr Marken Retinol rausbringen. Aber ich darf es aktuell nicht anwenden. Retinol ist einfach das Anti-Aging-Produkt schlechthin, der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Dann habe ich hier von Val d'Isereni Bella einen Duft drin. Eau de Parfum Natural Spray, 10 Milliliter. Das ist nicht schlecht, Leute. Val d'Isereni ist auch nicht günstig, glaube ich, oder? Und ja. Oh, sogar ein Sprüher. Oh. Ist auch ein schöner Frühlingsübergangsduft. Übergangsduft. Hat auch was Rosiges mit dabei. Und das riecht auch irgendwie so ein bisschen danach nach etwas, was ich sehr gerne mag. Das finde ich schön. Ein Parfum. Ich vermisse jetzt noch ein bisschen mehr die dekorative Kosmetik, die ja auch angepriesen wurde, ne? Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Hier habe ich drin enthalten von Ioma Paris Detox Rituel eine Vitality Sleeping Mask Night. Nein, das sind mehrere Sachen. So, gleich mal gucken. Was ist das hier alle? Wo haben wir das denn? Sanfte Pflegeemulsion, Serum für strahlende Haut, Nachtpflegemaske für einen strahlenden Teint und feuchtigkeitsspendende Creme Jungbrunnen. Okay. Ach, da sind dann hier Proben auch drin enthalten, dass wir dann die ganzen Sachen hier ausprobieren kannst. Ja, okay. Ach, guck mal. Das ist ja auch mal witzig, ne? Da hast du hier so ein komplettes Probenvieh mit dabei. Das ist schlau. Ich meine, das ist jeweils immer nur ein Milliliter, also immer nur so eine Anwendung. Du kannst halt dadurch schauen, inwiefern du das verträgst, weil wirklich eine Wirkung wirst du bei Hautpflegeprodukten immer erst so nach einer gewissen Zeit sehen können und auch spüren können, dass du wirklich so nach 6 Wochen, sagt man ja ungefähr, ne? Also wenn die Haut sich halt auch wirklich mal komplett regeneriert hat und auch mal bei Frauen einen kompletten Zyklus durchgelaufen hat und so, dann kannst du auch wirklich sehen, was Hautpflegeprodukte mit deinem Gesicht anstellen. Das wirst du hiermit jetzt nicht sehen, aber du wirst sehen, ob du das verträgst oder nicht. Ja, nicht schlecht. Dann habe ich hier von BB Young Care feste Duschpflege mit Bio-Pfirsich und Nektarine für alle Hauttypen. Be you, be true. Ja, BB ist tatsächlich jetzt einfach mal für mich persönlich genau das Gegenteil von dem Retinol-Serum, was hier drin ist. Weil BB steht für mich für diese, ja, jungen Mädchen halt. Also damals in meiner Jugend habe ich BB verwendet. Und es riecht halt auch wirklich nach etwas, was halt eher so ein junges Mädchen anwendet, ne? Es ist eine feste Duschpflege. Riecht sehr, 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 sehr angenehm. Fruchtig süß. Und ja, dann als Kontrastprogramm das Retinol, also die Box vielleicht so als Mutter-Tochter gespannt kaufen. Dann hat man da ein bisschen mehr Freude mit. Dann von Gewohl habe ich hier was mit drin, und zwar Soft Feet Cream mit Milch und Honig für gepflegte Füße und Beine. Mit tiefen wirksamen Hyaluron. Das finde ich schön. Muss ich wirklich sagen. Also Fußcremes feiere ich ja grundsätzlich, verwende ich auch immer. Jeden Abend wird eine Fußcreme aufgetragen. Und ja, jetzt habe ich Nachschub. Finde ich gut. Ich habe aktuell eine von Balea in Anwendung, wo ich echt sagen muss, die ist mir einfach pflegetechnisch okay, ne? Geht klar, aber könnte besser. Und dufttechnisch finde ich die furchtbar. Das ist diese ganz, ganz neue Pfirsich-Geschichte. Mag ich leider nicht so gerne. So, ich habe hier noch weitere Produkte drin. Von La Roche-Posay, das Hyaluron B5 Zero, nein, da steht's, regenerierendes und aufpolsterndes Antifalten-Serum-Konzentrat mit Hyaluronsäure, Vitamin B5 und Madecassoside, ne, für empfindliche Haut und mit Thermalwasser aus La Roche-Posay. 30 Milliliter ist dann ja auch quasi eine Full-Size, ne? Das ist Wahnsinn, Leute, wie viele Full-Sizes wir hier drin haben. Aber gut, 240 Euro Warenwert, da musst du auch erstmal drauf kommen. Und hier ist dann auch der Pumper separat. Das hat man manchmal, ne, dass die Pipetten separat sind. Wenn das sein könnte, das habe ich nämlich auch bei Medikamenten auch schon erlebt, dass du einen Pumper separat hast, weil es kann sein, dass das Ding verstopft. Warum das hier jetzt verstopfen könnte, keine Ahnung, ne? Aber gut, es wird hier jetzt getrennt voneinander geliefert, sodass man das dann auch so zusammenbasteln kann, wenn man das halt in Anwendung nimmt. Ist vielleicht halt auch einfach ein Stück weit noch weniger Luft dran lassen oder so, ich weiß es nicht. Aber finde ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Wirklich cool. Ich bin begeistert hier gerade, Leute. Ihr merkt's, ne? Das hier finde ich auch richtig gut. Und zwar von La Roche-Posay, das Antelios UV Immune 400 50+, sehr hoher Schutz, Invisible Fluid für empfindliche Haut.
langwelliger, ich wär's langweilig gelesen, langwelliger UVA-Schutz schützt vor Zellschäden, extra wasserfest und schweißresistent, brennt nicht in den Augen bei Sonnenallergie ohne Duftstoffe. Das ist so cool. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ich weiß gar nicht, hatte das nicht der X-Skincare damals auch mal empfohlen? Weiß ich gar nicht, ne? Aber hier haben wir auf jeden Fall dann einen Sonnenschutz mit dabei. Und das ist so schlau, weil wir brauchen Sonnenschutz, wenn wir auch Retinol hier verwenden, ne? Sehr cool. Ja, habe ich einen Lichtschutzfaktor. Wird ausprobiert. Mensch, den wollte ich auch immer schon mal ausprobieren. Das finde ich gut. Boah, ist die Box voll gefüllt. Und hier habe ich jetzt noch ein Produkt drin enthalten von Look by Beeper. Shimmer Liquid Gel Eyeliner ist das. Okay, ja, das ist kein Tiefschwarz, Leute. Das sieht irgendwie so grau, dunkelgrau mäßig aus. Ganz interessant und halt wirklich schimmernd, ne? Aber es ist die Farbe 010 Black. Okay, dann macht der Schimmer das wahrscheinlich gerade einfach in eine andere Farbe. Ah, ein Dip Eyeliner, aber sowas kann ich mittlerweile eigentlich auch verwenden. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so. Ja, muss ausprobiert werden. Schön. Wahnsinn, Leute, oder? Was wir hier an Produkten drin haben, was ich hier rausgefischt habe. Die letzten zwei Boxen fand ich blöd und jetzt endlich haben sie sich wieder gefangen. Das freut mich doch. Und da habe ich gerne auch dafür bezahlt, was ich dafür bezahlt habe, nämlich meine 47 Euro, irgendwas müsste das ja gewesen sein, ne? 47,80 oder so. 47,90. Ganz schön viel Geld, aber trotzdem haben wir hier coole Produkte. Ich freue mich vor allem über von La Roche-Posay diese Sonnenpflege. Das finde ich echt klasse. Das wollte ich nämlich echt schon länger mal ausprobieren. Ja, ansonsten viele Full-Sizes mit dabei, viele Produkte, die man echt gut mal austesten kann. Genial. Also natürlich könnte hier auch gerne ein bisschen mehr dekorative Kosmetik drin enthalten sein. Aber so, ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr so von der Box haltet. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!